Bevor das Video startet, tut mir doch bitte den Gefallen und abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar für den Algorithmus da, damit ich auch weiter Harry Potter Videos für euch produzieren kann. Die außergewöhnliche und rasche Machtentfaltung von Lord Voldemort, auch bekannt als Tom Riddle, ist zweifellos ein faszinierendes Thema in der Welt der Zauberei. Seine beeindruckende Entwicklung zu einem der gefährlichsten dunklen Zauberer aller Zeiten wurde von einer Vielzahl von Faktoren begünstigt, die ich nun ausführlich erläutern werde. Los geht's! Tom Marvolo Riddle wurde am 31. Dezember 1926 geboren. Seine Mutter Merope Gaunt war eine Nachfahrin von Salazar Slytherin und sein Vater Tom Riddle Senior war einfach ein Muggel. Merope hatte eine unglückliche Ehe mit Tom Riddle Senior, weil sie einen Zaubertrank benutzt hatte, um Tom Riddle Senior zu verzaubern und ihn dazu zu bringen, sie zu lieben. Er hatte gar kein Interesse an ihr und floh nach der Geburt seines Sohnes Tom Riddle Junior. Tom musste leider im Waisenhaus aufwachsen, wo er bereits früh Anzeichen seiner besonderen magischen Fähigkeiten zeigte. Er wurde von seinen Altersgenossen gemieden und war eher ein Einzelgänger. Tom Riddle erhielt bald darauf einen Brief aus Hogwarts und trat der Schule bei. Er wurde dem Haus Slytherin zugeteilt, was gut passte aufgrund seiner Verbindung zu Salazar Slytherin und seiner Manipulationsfähigkeit und seiner Intelligenz. Zunächst einmal war Voldemort von Kindesbein an ein bemerkenswert begabter Zauberer. Bereits in jungen Jahren zeigte er außergewöhnliches Talent und Intelligenz im Umgang mit Magie. Seine Fähigkeiten und sein ehrgeiziges Streben nach Macht verhalfen ihm zu schnellem Lernen und einem Verständnis fortgeschrittener Zauber, die weit über sein Alter hinausgingen. In Hogwarts entdeckte er die Kammer des Schreckens, eine versteckte Kammer, die von seinem Vorfahren Salazar Slytherin gebaut wurde. Er öffnete die Kammer und ließ das Monster darin, den Basilisken, frei, um seine muggelstämmigen Mitschüler zu terrorisieren. Während seiner Zeit in Hogwarts begann Tom Riddle, sich mit dunkler Magie zu beschäftigen und mehr über die Möglichkeiten der Unsterblichkeit zu erfahren. Dort entdeckte er die Existenz von Horcruxen, einem Zauber, der es einem erlaubte, Gegenstände mit einem Teil seiner Seele zu füllen. Dadurch konnte man in gewisser Weise Unsterblichkeit erlangen. Nach seinem Abschluss in Hogwarts arbeitete Tom Riddle für kurze Zeit bei Borgin & Burks, einem Zaubererladen in der Winkelgasse. Er begann, Horcruxe zu erstellen, um seine Seele in verschiedene Gegenstände zu spalten und dort drin zu verbergen. Einer seiner Horcruxe war ein Tagebuch, das später in die Hände von Harry Potter gelangte. Er tötete auch seinen Onkel und seinen Vater, um seinen Stammbaum zu beenden und seine Verbindung zu seiner Muggelabstammung zu beseitigen. Die hatte er nämlich immer gehasst. So, wo wir jetzt eine kleine Zusammenfassung von seiner Kindheit haben, können wir nun übergehen zu seinem rasanten und äußerst beeindruckenden Aufstieg. Eine entscheidende Rolle spielte die von ihm gewählte dunkle Magie, die er schon früh praktizierte. Im Gegensatz zu vielen anderen Zauberern, die sich auf das Streben nach Frieden und Gerechtigkeit konzentrierten, wandte Voldemort sich früh dunklen und gefährlichen Zaubern zu, die ihm eine unmittelbare und immense Macht verliehen. Seine Verbindung zu dunklen Zaubererkreisen ermöglichte es ihm, geheimes Wissen und verbotene Praktiken zu erlangen, was seinen Aufstieg rasant beschleunigte. Die Horcruxe, die ich bereits erwähnt hatte, waren in der Tat ein kritischer Bestandteil seiner Machtergreifung. Obwohl die Horcruxe primär als schützende Maßnahme dienten, indem sie ihn nahezu unsterblich machten, trugen sie dennoch zu seinem Streben nach Macht bei. Durch die Zerstückelung seiner Seele und die Verankerung in verschiedenen Objekten konnte Voldemort seine Existenz entflechten und sich dadurch auf verschiedene Art und Weise durch die Zaubererwelt manifestieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt war seine Manipulationskunst. Voldemort war ein Meister der Täuschung und der Überredung. Er verstand es, Menschen für seine Ziele zu gewinnen und sie als Anhänger für seine dunkle Agenda zu gewinnen. Seine Fähigkeit, Angst und Loyalität gleichermaßen zu schüren, ermöglichte es ihm, eine große Gefolgschaft um sich herum zu scharen und somit an viel Macht zu gewinnen. Auch die Zeit, in der Lord Voldemort aufstieg, spielte eine bedeutende Rolle. In den 1970er und 1980er Jahren war die Zaubererwelt von Chaos und Unsicherheiten geprägt. Voldemort nutzte diese instabile Zeit ganz genau, um seine Machtbasis zu erweitern und seine Angriffe gegen die Gesellschaft zu intensivieren. Das Versagen des Zaubereiministeriums und der Widerstand derjenigen, die ihm entgegentraten, ermöglichte es ihm, eine Atmosphäre der Furcht und Verzweiflung zu schaffen, die seine Dominanz weiter vorantrieb. Neben diesen Aspekten darf auch nicht vergessen werden, dass Voldemort keinerlei Skrupel oder moralische Bedenken kannte. Er war bereit, jeden Preis zu zahlen, um seine Macht zu steigern, sei es durch Manipulation, Verrat oder auch brutale Gewalt.
Diese Skrupellosigkeit verlieh ihm eine sichtbare Entschlossenheit, die ihn in seinen Zielen unnachgiebig werden ließ. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Voldemort so schnell so mächtig werden konnte, weil er eine einzigartige Kombination aus außergewöhnlichen angeborenen Fähigkeiten hatte, einem tiefen Verständnis dunkler Magie und den Horcruxen als Absicherung. Außerdem eine beeindruckende Manipulationsfähigkeit, die er in einer turbulenten Zeit nutzte, um seine Ziele zu erreichen. Ein weiterer entscheidender Faktor für Voldemorts schnelle Machtsteigerung war seine Fähigkeit, alte und mächtige magische Artefakte zu finden und zu nutzen. Er war ein Experte darin, Relikte zu entdecken und ihre Kräfte zu nutzen, um seine eigenen Zaubererfähigkeiten zu verbessern. Diese Sammlung von Artefakten gab ihm einen beträchtlichen Vorteil gegenüber anderen Zauberern und erlaubte ihm, sich weiterzuentwickeln und neue mächtige Zauber zu erlernen. Darüber hinaus war Voldemort ein Meister der Magie, der jahrhundertealte Zaubertricks und Techniken beherrschte, die vielen anderen Magiern unbekannt waren. Sein Studium der dunklen Künste führte ihn zu tiefem Wissen und Verständnis der Zaubererwelt, was ihn nahezu zu einem unbesiegbaren Gegner machte. Seine Fähigkeit, komplexe und anspruchsvolle Zaubersprüche auszuführen, ermöglichte es ihm, selbst die erfahrensten Zauberer zu überwältigen. Die Schaffung einer eigenen Armee, bekannt als die Todesser, war ein weiterer wichtiger Schritt in Voldemorts Machtergreifung. Diese loyale Gefolgschaft bestand aus fanatischen Anhängern, die bereit waren, jeden Befehl ihres Meisters auszuführen. Die Todesser verliehen ihm nicht nur eine große militärische Stärke, sondern auch politische Einflussnahme und eine treue Anhängerschaft in der Zauberergemeinschaft. Voldemort scheute auch nicht davor zurück, sich mit gefährlichen und dunklen Kreaturen zu verbünden. Seine Verbindung zu Wesen wie Dementoren oder Riesen gab ihm zusätzliche Ressourcen und machte ihn noch gefährlicher. Diese Allianzen erlaubten es ihm, Angst und Schrecken unter seinen Feinden zu verbreiten und seine Macht weiter zu festigen. Eine weitere interessante Facette von Voldemorts Fähigkeiten war, seine Feinde gegeneinander auszuspielen. Er war ein brillanter Stratege und nutzte geschickt die Schwächen und Konflikte anderer, um sie zu schwächen und zu destabilisieren. Dies ermöglichte ihm, seine Machtbasis weiter auszubauen und eine Atmosphäre der Unsicherheit und Misstrauen zu erschaffen, die ihm zugute kam. Nicht zuletzt ist es wichtig zu erwähnen, dass Voldemorts Besessenheit von Unsterblichkeit und Angst vor dem Tod ein weiterer Antrieb für seine Machtgier war. Die Fixierung auf die Idee, unsterblich zu sein, trieb ihn dazu an, alle Mittel einzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen, was wiederum seine Macht und seine Entschlossenheit steigerte. Insgesamt ist Voldemorts schnelle Machtsteigerung das Ergebnis einer einzigartigen Kombination aus außergewöhnlichen magischen Fähigkeiten, dem Studium dunkler Magie, der Nutzung mächtiger Artefakte, der Schaffung einer treuen Anhängerschaft, strategischer Intelligenz und seiner Besessenheit von Unsterblichkeit. All diese Faktoren zusammen führten zu einem beeindruckenden Aufstieg und einem dunklen Kapitel in der Geschichte der Zaubererwelt, das noch lange in Erinnerung bleiben sollte. Und das war's schon mit diesem Video. Falls du Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da und abonniere den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.